Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Wie ihr seht, habe ich oben eine Kron-Truhe, die werde ich gleich öffnen. Gemeinsam mit der Clan-Truhe. Uns fehlen noch 4 Trophäen. Und wir hoffen mal, dass wir die jetzt gleich haben. Schauen wir mal. Okay, Ehrenboss holt schon mal eine. Könnt auch gerne mal ihn abchecken. Ist ganz cooler YouTuber. Und ja. Hoffen wir mal, dass er jetzt noch schnell die 3 Kronen holt. Mit dem Schweinreiter wird es aber nichts. So. Der Def da schön. Aber das dürfte gleich der 3 Crown Win sein. Schauen wir doch mal, wie es die anderen machen. So. Und fehlen immer noch die 4 Trophäen. Dann schauen wir mal noch schnell in ein Gameplay, was ich eben hatte. Ich habe eben leider ganz oft verloren, weil die Gegner jetzt echt schwer geworden sind. Nur noch Königsriese, genau. Royal Giant. Und das ist wahrlich kein schönes Spiel mit gegen seinen Gegner. Ja. Der Gegner kommt mit Elite-Barbaren. Kein Ding. Erzeptas konnte ich mir schon denken. Und ich bringe die nächsten Skelette. So, da war ich ein bisschen unvorbereitet. Hatte nicht so richtig was. Ich kassiere da ein bisschen Schaden. Kann das aber gleich wieder ausgleichen. So. Kleiner Push von mir. Hat nicht ganz geklappt, aber seine Elite-Barbaren sterben auch früh genug. Ich bringe zwar nochmal den Bowler zur Sicherheit, aber besser gut gedefft als. Das hätte ich voll verkackt. Deswegen immer lieber ein bisschen mehr als zu wenig. So. Der Angriff bringt ordentlich Schaden für den Gegner. So, den Angriff kann er nicht ganz so gut verteidigen. Der Bombenschaden ist enorm. Er bringt die Prinzessin, die meine Skelette killen. Er macht keinen Schaden. So, und Doppel-Koboldfass beendet das Ganze wieder. Ja, dann schauen wir mal, ob die Clan-Truhe nun fertig ist. Drei Trophäen, eine Trophäe fehlt uns. Da würde ich sagen, öffne ich schon mal die Kronruhe. Wäre natürlich schön, wenn hier was kommen würde. Sieht aber nicht so aus, seltene Karten noch. Ach mal, der Grabstein. Eher nicht so optimal. So. Gucken, wer hier noch die letzte Krone holt. Komm, Ehrenboss, hol dir schnell noch die Krone. Ich war leider nicht so vertreten in der Truhe. Ich mag es nicht so, Druck zu kämpfen. Ich möchte lieber meine Trophäen halten, deswegen war ich nur mit ganzen 10 Trophäen dabei. Ist nicht so stark, ich weiß. Aber ich möchte ja nicht wegen so einer kleinen Truhe meinen Rekord verlieren oder halt meine Pokalhöhe. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja. So, holt jetzt noch jemand eine Trophäe? Öffnen wir schon mal die Truhe über die Nacht. So, bald in 10 Tagen kommt der Henker. Ist eine ganz coole Karte. Eine mit Doppelschaden. Die werden wir uns dann auf jeden Fall auch gönnen. So, und? Die Clan-Truhe ist fertig. So. Dann öffnen wir sie mal. 1620 Gold. Die Barbaren. Tesla. So die seltenen Karten. Feuerball. Koboldhütte. 18-mal der Eisgolem. Okay, jetzt kommt die epische. 3-mal der Gift. Ja. Ganz solide Kiste. Gut. Dann war's das von meinem Video her. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.